Weiter erste Welle passt. Abhaken, gar nicht lange gucken. Hey, hier ist Martin von Handball Inspires und wir schauen unserem Bundestrainer Christian Prokop mal wieder über die Schultern. In der vorangegangenen Übung hat der Torhüter die weiten Tempo-Gegenstoßpässe gespielt. Jetzt ist der Ballgewinn in der Abwehr simuliert und der eigene Spieler spielt den weiten Tempo-Gegenstoßpass. Christian fordert hier viel kreative Passtechniken und hat eine hohe Wiederholungszahl für den Passgeber vorbereitet. Viel Spaß bei der Übung! Das ist eine Aufgabe und eine Form. Wie gesagt, alles nichts Unbekanntes in der Trainingsmethodik, aber die Frage ist, wie häufig man das macht, ob man das gut in den Alltag integriert kriegt, dass sie einfach von der Passgeschwindigkeit, von den 1-0-Konterpässen weiter trainiert werden. Du spielst mir einen Pass zu, in dem Moment auf Tempo läufst du, kriegst den Pass von mir bis zu dem Hütchen und spielst den Pass zu ihm. So scharf wie es geht. Ich möchte verschiedene Abwurftechniken, über das falsche Bein, Sprungwurf, was du dir so zutraust. Und sage ich gleich vorher, nicht ewig hinterher gucken, sondern schauen, dass man den Pass spielt, sich vertraut, zurückrennt, weil du eben mir den nächsten Pass spielst, du rennst bis dahin und du kriegst den Pass zurück. Okay? Los geht's. Und stopp, 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 Pass! Das müsst ihr schneller. Hey, guck mal hier, hey, Jungs! Pass spielen, als zweiter erste Welle Pass. Abhaken, gar nicht lange gucken. Sondern guck, dass du hier von draußen abhaken, von anderen nicht ändern. Gute Pässe. Sehr schön machst du das. Also meine gute Technik. Hast du super gemacht, scharfe Pässe, verschiedene Wurftechniken, okay? Los geht's. Schnelles, scharfes Tempo spielen, so falsche Bein, Sprungwurf, bis zum Hütchen, bis zum Hütchen. Abhaken, komm, 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 komm. Dahin, dahin, dahin. Bis zum Hütchen, sauber machen. So, guck schön in die Vorwärtsbewegung rein. Noch höher. Passqualität zu verbessern. Ja. Sauber, bleib sauber. Und noch ein. Dann hast du selber. Vorher das Spiel den Pass. Hast du. Gut gemacht. Gut, also nicht nur die Vorher das Spiel, die Pässe, auch die Spieler. Weiterführende Übung, Stürmerfolge reduzieren, danach abgehen zum 1-0-Konter. Ich möchte, dass wir. Christian fordert hier von seinem Passgeber viele Wiederholungen. Diese soll er kreativ ausführen: mal übers falsche Bein, mal aus dem Sprungwurf. Und er soll den Ball gar nicht lange hinterher gucken. Damit möchte er schulen, dass wir auch selber direkt umschalten können als Passgeber. Wir hoffen, ihr könnt diese Übung immer wieder in euer Training integrieren. Dein Handball inspiriert.